Hartz IV. Das ist weit mehr als nur irgendeine Regelung im Sozialrecht. Hartz IV, das war und ist immer auch ein politischer Kampfplatz. Und auf diesem Platz wurde gerne lautstark und auch gerne parteiübergreifend die Devise geschmettert: Fördern und fordern. Das sei die Aufgabe von Hartz IV. Was aber, wenn genau die, von denen auch etwas gefordert wird, überfordert sind, weil sie zum Beispiel gar nicht die Fragebögen verstehen, die für Hartz IV auszufüllen sind? Erik Behres und Oliver Heinsch sind auf Menschen gestoßen, die sich im Dschungel der Hartz-IV-Regelungen schlicht verlaufen. Bedauerliche Einzelfälle? Eher nicht. Katrin Pierret hatte keinen einfachen Start ins Leben. Sie kommt aus schwierigen Verhältnissen, musste für ihre schwerkranke Mutter und ihre Geschwister sorgen. Um ihre eigene berufliche Zukunft konnte sie sich erst spät kümmern. Immer wieder ist sie auf die Hilfe des Jobcenters angewiesen. Doch die Termine beim Amt wurden für sie zur Qual. Ich konnte nicht mehr schlafen, Essen ging nicht mehr. Ich habe mich übergeben und habe hin und her überlegt, wie ich diesen Termin am besten überstehen kann, weil ich halt auch Angst davor hatte, wieder grundlos sanktioniert zu werden oder wegen einer Kleinigkeit sanktioniert zu werden. Ihre Angst ist berechtigt. Das Jobcenter hat ihr schon mehrfach das Geld gekürzt. Mal soll sie Termine verpasst haben, mal hat sie angeblich Unterlagen nicht eingereicht. Katrin Pierret fühlt sich immer wieder überfordert, weiß nicht, wie sie sich wehren soll. Dabei bringen die Sanktionen sie jedes Mal in große Not. Von dem, was übrig blieb, konnte ich mir nicht mal was Warmes zu essen leisten. Ich habe dann aus Not heraus tatsächlich auch angefangen, nur von Toastbrot mit Margarine zu leben. Folgen einer klaren Sanktionspolitik, wie sie von Politikern schon vor Jahren gefordert wurde. Wir können das auch nicht hinnehmen, dass man einfach auf Kosten der Steuerzahler sich zurücklehnt. Wir müssen jetzt gegensteuern, indem wir auch die Sanktionen erhöhen. Wenn du dich nicht selber auch bemühen willst, dann müssen Sanktionen greifen. Und tatsächlich, während die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger seit 2007 zurückgegangen ist, ist die Zahl der Sanktionen massiv gestiegen und bleibt bis heute auf hohem Niveau. Doch wen treffen diese Sanktionen am meisten? Nina Schneider hat Probleme mit dem Lesen und Rechnen, hat dennoch den Hauptschulabschluss geschafft. Sie tut alles, um in einen Beruf zu kommen. Doch das schützte sie nicht vor der harten Hand des Jobcenters. Als sie vor einiger Zeit der Behörde eine Krankmeldung nicht vorlegt, wird ihr Hartz IV komplett gestrichen. Das heißt, kein Geld mehr zum Leben. Das war wirklich recht hart. Ich habe mich total hilflos gefühlt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dabei war sie sogar zum Arzt gegangen, doch der war nicht da. Telefonisch erreichte sie auch niemanden. Die damals Schwangere glaubte damit alles Notwendige versucht zu haben. Ich kannte mich ja auch nicht mit dem Rechtssystem direkt aus. Erst als ein Anwalt ihr hilft, stoppt das Jobcenter die Sanktion. Werden Menschen im Hartz-IV-System wegen ihrer mangelnden Bildung also bestraft? Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Kein Hort der Hartz-IV-Kritiker. Doch ausgerechnet hier haben Forscher in einer Studie herausgefunden, obwohl weniger gebildete Hartz-IV-Empfänger genauso motiviert sind, zu arbeiten, haben sie ein höheres Sanktionsrisiko. Aufgrund von mangelndem Wissen. Aber auch durch Negativzuschreibungen in den Akten durch ihre Fallmanager. Das Sanktionssystem scheine die soziale Ungleichheit nach Bildung zu verstärken. Wir treffen den Arbeitsmarktexperten Professor Stefan Sell. Für ihn zeigt die Studie, dass das Sanktionssystem versagt. Also der Befund der neuen Forschung ist wirklich niederschmetternd aus sozialpolitischer Sicht. Gerade diejenigen, die offensichtlich Missbrauch betreiben, gehen ihnen im Regelfall durch die Lappen. Wer übrig bleibt in diesem großen Fangnetz der Sanktionen, sind die Leute, die nicht mutwillig, böswillig gegen irgendetwas verstoßen, sondern die beispielsweise bestimmte Dinge gar nicht verstehen. Und ist diese Benachteiligung beim Jobcenter wirklich immer unbeabsichtigt und unvermeidbar? Wir bekommen Kontakt zu einem ehemaligen Mitarbeiter eines Jobcenters. Er will nicht vor die Kamera, schreibt uns in einem Brief seine persönlichen Eindrücke. Dass die Schwächsten sich schlecht wehren können, wurde bei uns durchaus ausgenutzt. Nicht alle Mitarbeiter fanden das gut, aber der Druck, Sanktionen umzusetzen, um Geld zu sparen, wird von oben nach unten weitergereicht. Gegen all das können sich Bessergebildete oft argumentativ wehren. Sie kennen ihre Rechte, verstehen die komplizierten Formulare und werden von Vermittlern eher ernst genommen. Was sagt Arbeitsministerin Andrea Nahles zu dieser Ungerechtigkeit?
Ihr Ministerium erklärt, man habe das Gesetz eigens geändert, um die Beratung der Jobcenter zu verbessern. Grundsätzlich allerdings seien Nachteile der weniger Gebildeten allgemeiner Natur und dementsprechend bei vielen Alltagsgeschäften, zum Beispiel im Rahmen von Mietverhältnissen oder Handyverträgen, anzutreffen. Für Professor Sell ist es zynisch, Handyverträge mit der staatlichen Fürsorgepflicht für Menschen in Notlagen zu vergleichen. Wir reden hier über das Existenzminimum der Menschen, was eh schon nach Meinung vieler Kritiker eigentlich viel zu niedrig bemessen ist. Sanktionen dürfen nur wirklich der allerletzte Schritt sein. Man sollte, wenn es irgendwie geht, darauf verzichten. Selbst die Forscher der Bundesarbeitsagentur empfehlen, dass die Sanktionsregeln entschärft werden sollten, denn die hätten teils gravierende Folgen für die Sanktionierten. Die Sanktionen werfen gerade weniger gebildete Menschen wie Nina Schneider und Katrin Pierret immer wieder zurück. In Arbeit hat es sie jedenfalls nicht gebracht. Natürlich bin ich dem Jobcenter dankbar dafür, dass ich eine Möglichkeit habe zu überleben. Aber die Art, wie mit uns umgegangen wird, ist einfach sehr unmenschlich. Manchmal fühle ich mich wie so ein zweiter Zweitklasse-Mensch, wenn man halt nicht so hoch von der Bildung ist oder beeinträchtigt ist.